Mein Name ist Walter Wessel. Ich bin für die nächsten 2,5 Jahre Vikar in der Laurentiusgemeinde Dresden-Trachau. Ich möchte in dieser Online-Andacht über einen Vers aus der Bibel sprechen, aus dem Brief des Paulus an die Gemeinde in Rom im 8. Kapitel, Vers 15. Dieser Vers ist mir in meinem Leben sehr wichtig geworden für meinen Glauben. Und vielleicht regt er die eine oder andere zuhörende Person auch zum Nachdenken über Gott und zum Nachdenken über die persönliche Beziehung zu Jesus Christus an. Und so möchte ich die Online-Andacht halten im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Paulus schreibt an die Gemeinde in Rom: Ihr habt nicht empfangen einen knechtischen Geist, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch den wir rufen: Abba, lieber Vater. Dieser Ruf, Abba, lieber Vater, trägt für mich drei wichtige Punkte des Glaubens in sich. Zuallererst stellt er das Verhältnis zwischen mir und Gott richtig her. Gott ist Vater und Mutter. Gott ist Lebensspender, Quelle meines Lebens. Des Weiteren ist die Beziehung zu Gott eine Liebesbeziehung. Auch wenn Gott als Vater in diesem Vers angerufen wird und das besonders im historischen Verständnis der Vaterfigur vielleicht Bilder eines Herrschers oder Autokraten hervorrufen könnte, so wird es in diesem Ruf doch so aufgegriffen als Gegensatz zum knechtischen Geist, als ein Ruf aus einem kindlichen Geist, nicht aus Furcht. Das beinhaltet für mich die Beziehung einer liebenden Beziehung zum Vater. Des Weiteren heißt das aramäische Wort Abba so viel wie Papa und ist auch eine liebende Anrufung des Vaters. Und schließlich ist es ein Ruf, ein Schrei zu Gott. Warum schreit ein Kind nach dem Vater oder nach der Mutter? Am häufigsten wohl, weil es Hilfe benötigt. Und damit erfüllt dieser Ruf einen dritten sehr wichtigen Punkt, zumindest für meinen Glauben. Wir Menschen leben in einer gefallenen Welt und benötigen Hilfe. Wir sind sehr gut darin, ähnlich wie Kinder, zu meinen, dass wir alles selber können und uns selbst zu überschätzen. Und es ist ja auch gut, seine eigenen Fähigkeiten auszuprobieren und an Fehlern zu lernen. Das Problem beim Menschen ist nur, dass er bei dem Versuch, über die Erde zu herrschen, diese Erde zerstört. Ich denke, ein bisschen Demut tut uns allen gut. Demut, indem wir Gott um Hilfe anrufen, indem wir rufen: Abba, lieber Vater. Mir ist also wichtig, dass wir in einer gefallenen Welt, die wir aus eigener Hilfe, aus eigener Kraft nicht retten können, dass wir uns in dieser vielleicht niederschmetternden Erkenntnis und in der Verzweiflung an Gott wenden können und zu ihm rufen dürfen: Abba, lieber Vater. Ich habe diesen Ruf in meinem Leben oft im Geiste bewegt, so in einer schweren Zeit nach einem sehr schweren Unfall in der Reha-Klinik oder bei schweren, schon mehrfach nicht bestandenen Prüfungen im Studium, bei Liebeskummer fern der Heimat, bei schrecklichen Nachrichten aus der Welt oder einfach beim Verzweifeln über den Sinn des Lebens. Abba, lieber Vater. Mir hat dieser Ruf geholfen, mir hat Gott geholfen. Ich möchte am Schluss dieser Andacht Rainer Maria Rilke zitieren, einige Verse, die diese Gedanken in einer einmaligen Weise auf den Punkt bringen. Außerdem passt es sehr gut in diese Jahreszeit, denn das Gedicht trägt den Titel Herbst. Die Blätter fallen, fallen wie von weit, als welkten in den Himmeln ferne Gärten. Sie fallen mit verneinender Gebärde. Und in den Nächten fällt die schwere Erde aus allen Sternen in die Einsamkeit.
Wir alle fallen. Diese Hand dort fällt. Und sieh dir andere an. Es ist in allen. Und doch ist einer, der dies Fallen unendlich sanft in seinen Händen hält. Amen.